Ja, wir sitzen hier auf der CeBIT in Halle 23 auf den Intel Extreme Masters. Bei mir ist jetzt der Ninja von Mousesports. Ninja, ihr habt jetzt zwei Spiele schon gespielt und beide leider verloren gegen ESC Gaming und gegen Navi. Gerade gegen Navi ziemlich knapp, 16-14. Was sagst du zu eurer Leistung bisher? Also, eigentlich sind die Jungs in einer ganz guten Form, finde ich. Aber schlussendlich wurden individuell in diesen ganzen, vor allem in der X- und X-Situation, viel zu viele Fehler gemacht. Lag es vielleicht einfach daran, dass ihr jetzt mit Sonic, dem neuen Spieler, dass ihr da noch Probleme mit der Kommunikation habt? Ihr habt ja jetzt mit den Intel Extreme Masters in Kiew schon ein Event und dann noch den Online-Cup, die EPS. Und seid ihr schon eingespielt genug oder gibt es da immer noch Probleme mit der Sprache vielleicht? Redet ihr nur auf Deutsch oder spricht Danny dann in Englisch und wie macht ihr das? Also Kommunikation ist immer noch so Englisch-Deutsch-Mix, aber mittlerweile haben wir gar keine Probleme mehr mit der Kommunikation in-game. Und heute lag es auf jeden Fall bisher in den zwei Spielen nicht daran, sondern einfach, dass individuell jeder Spieler für sich es nicht safe runtergespielt hat. Also da kann man auch nicht irgendwie von Kommunikationsproblemen reden oder sowas, sondern ja, ich weiß nicht, ob es am letzten Funken Konzentration lag oder Aufregung bei diesem großen Turnier, weil natürlich auch ein bisschen Druck schon den Jungs bewusst ist, weil wir jetzt nur noch dieses große Turnier praktisch erstmal haben. Ich weiß nicht genau, woran es lag, dass sie diese in meinen Augen eigentlich leichten Fehler gemacht haben heute. Ja, ihr habt euch gerade nochmal bei einem kleinen Snack besprochen. Ihr spielt jetzt gleich als nächstes gegen SK, wahrscheinlich einen der Top-Favoriten. Habt ihr euch auf SK eventuell sogar speziell vorbereitet oder habt ihr nochmal die einzelnen Fehler durchgesprochen, dass ihr jetzt wisst, was ihr anders machen müsst? Also wir haben direkt nach dem Spiel gegen Navi auf jeden Fall unsere Inferno-Fehler besprochen, woran das vor allem auf der CT-Seite lag, dass wir schlussendlich, ich weiß nicht, drei Runden geholt haben. Auf SK haben wir uns auch individuell gut vorbereitet eigentlich. Also wir haben uns auf alle Top-Teams aus unserer Gruppe ESC, Navi und SK vorbereitet, wissen auch ungefähr, welche Map es sein wird am Ende und haben auch schon im Kopf, was unser Spiel gegen SK sein wird ungefähr, ja. Wie waren eure Vorbereitungen allgemein? Habt ihr ein Bootcamp gemacht oder nur online trainiert und wie lief es so aus deiner Sicht, so, weil du als Außenstehender hast da vielleicht nochmal einen besseren Blick drauf und ja, wie lief es ab? Also Vorbereitungen gingen relativ vor einem Monat ungefähr los und seitdem haben die Jungs eigentlich fast jeden Tag richtig viel gespielt. Bootcamp-mäßig kam erst letzte Woche was und zwar Michele, Fatih und Finn seit Mittwoch im EC-Center gewesen und halt Roman und Danny am Freitag nachgekommen und dann zusammen gestern angereist hier. Die Trainingsergebnisse waren zwischendurch sehr gut, also gegen die ganzen Top-Teams, vor allem gegen die Teams aus der anderen Gruppe, gegen Lions, gegen Fnatic haben wir trainiert, gegen Moscow 5. Ergebnisse waren sehr gut. Jetzt, letzte Woche haben wir halt zwei EPS-Spiele verloren, gegen My Revenge of Mirage und Attacks of Forge, das hat ein bisschen die Stimmung gedrückt, im Team natürlich auch. Zwar konnten wir uns nicht wirklich vorbereiten auf diese speziellen Spiele, aber trotzdem möchte man dann natürlich national gegen solche Teams verlieren. Und das hat ein bisschen schon die Stimmung runtergedrückt, die dann aber schon wieder bergauf ging nach den zwei Siegen am Donnerstag. Und jetzt übers Bootcamp-Wochenende, die letzten Tage waren nicht optimal, sagen wir mal, weil ihr PCW-Ergebnis war nicht so gut, wie ich es erhofft habe. Gegen Fnatic trainiert, teilweise in die Fresse bekommen, aber teilweise auch wieder sehr hoch gegen Fnatic gewonnen. Und ja, deswegen war die Generalprobe jetzt ein bisschen verpatzt vor dem Turnier, aber muss ja kein schlechtes Zeichen sein normalerweise. Ja, du hast es gerade schon angesprochen. Die IEM werden wahrscheinlich erstmal das letzte Turnier sein. Sonic hat auch erstmal nur einen Vertrag bis zum Ende der IEM, habe ich gehört. Wie wird es mit eurem Team weitergehen? Also auch in Hinsicht auf die EPS,
wie ernst nehmt ihr die EPS eigentlich? Ihr habt jetzt vor ein paar Wochen angekündigt, dass ihr eigentlich mit dem B-Team spielen wollt, habt euch jetzt aber wieder umentschieden. Also wie sieht es um die Zukunft des Teams aus und wie ernst nehmt ihr die EPS eigentlich noch? Also schlussendlich wollen wir die EPS natürlich auf jeden Fall gewinnen. Dass die reguläre Saison für uns nicht so wichtig ist, sollte jedem klar sein, weil schlussendlich entscheidet sich auf den Finals, wer die EPS gewinnt. Diese Saison kann man als Sechstplatzierter sogar noch in die Playoffs kommen. Deswegen ist es nicht so wichtig, wo wir am Ende regulär stehen. Und man muss auch sagen, die EPS hat auf jeden Fall an Attraktivität verloren. Also das Preisgeld ist jetzt stark gesunken. Natürlich auch, weil es 3 Seasons jetzt pro Jahr gibt. Es gibt auch keine Siegprämien mehr. Und generell, die Zuschauerzahlen sind ja jetzt auch nicht mehr so hoch in der EPS. Also man muss einfach zugeben, dass vor 3-4 Jahren die EPS natürlich gewichtiger bei uns auf jeden Fall auf der Liste stand. Und mittlerweile gibt es da nur noch ein paar Teams vielleicht, sagen wir mal, die wirklich was reißen. Zukunft des Teams nach der CeBIT, muss man darüber auf jeden Fall reden. Also Daniel hat den Vertrag bis zur CeBIT oder bis Ende März, ich weiß nicht genau. Und ja, vielleicht hört Fatih auch auf jetzt nach der CeBIT, weil er noch andere Prioritäten in seinem Leben setzen möchte. Und also es wird auch viel davon abhängen, ob Fatih jetzt sich entschließt, weiterzuspielen oder nicht. Und ja, darüber müssen wir nach dem Turnier reden, im Team zusammen und mit dem Management. Angenommen, Fatih hört jetzt nicht auf, oder hört jetzt auf, würdest du dann wieder einspringen quasi, weil du bist ja immer noch Teil des Teams, machst auch viel mit dem Team zusammen, ob es jetzt die Taktiken sind, ob es jetzt einfach nur das Organisieren ist. Wirst du vielleicht dann noch wieder einspringen für die EPS, die ja noch nicht vorbei ist? Die endet ja erst in ein paar Wochen, Ende April genau. Und das sind ja dann immer noch 6 Wochen, die ihr dann irgendwie noch überbrücken müsst. Was habt ihr da geplant? Konkret ist noch nichts geplant, aber für die EPS würde ich im Notfall, wenn wir ein Line-Up für die EPS bräuchten, noch einspringen. Aber prinzipiell spiele ich auf jeden Fall nicht mehr aktiv. Also jetzt auch die ganze Team Germany-Geschichte und Maus B, das ist alles so bei mir ein bisschen, ja, just for fun. Im Sinne von, ich mache es noch, ich spiele noch gerne CS, aber ich kann nicht mehr die Zeit investieren, die ich einfach letztes Jahr investiert habe. Genau, und wenn Fatih aufhört, dann konkret haben wir einfach noch keinen Plan B. Und ist es bisher denn nur Fatih, der aufhören will, oder wie steht der Rest des Teams dazu und zu der Zukunft? Also ich weiß, dass die anderen aus dem Team eigentlich auch weiterspielen wollen. Also auch wenn irgendwann im Sommer vielleicht CSGO kommt und CSGO wettbewerbsfähig, also fähig gestaltet wird, das ist, was es in meinen Augen momentan nicht ist, dann würden die Jungs auch auf CSGO wechseln. Also so ist es nicht und es ist nicht nur alles von Fatih abhängig, aber es spielt auf jeden Fall auch eine Rolle. Wo du gerade CSGO schon ansprichst, in welchem Rahmen hast du es denn schon getestet? Also wie lange spielst du schon und wie viele Stunden hast du schon gespielt? Also kannst du da vielleicht was zu sagen, dass wir auch mal einen Einblick haben, wie repräsentativ deine Meinung einfach mal ist? So repräsentativ kann sie nicht sein, weil ich habe vielleicht 2-3 Stunden gespielt. Einfach nur vom Gefühl her, vom Recoil, das Waffenhandling und es gefällt mir noch nicht so gut. Da sehe ich Source auch auf jeden Fall auf einem höheren Zweig, dass man Source eher spielen könnte. Aber es soll ja Source und 1.6 ablösen. Ich finde es grafisch ganz gut. Gefällt mir, es ist nicht zu übertrieben oder sowas. Und ich bin generell kein Fan von Source und dem CSGO, weil es einfach sich zu ähnelt und für mich der Skill nicht mehr so eine große Rolle spielt wie in 1.6 in meinen Augen. Okay, dann wünschen wir dir und deinem Team noch viel Erfolg für die nächsten 3 Spiele jetzt gleich. Und danke für das Interview. Gerne.